So, hier haben wir die Multiplayer-Gebiete. Kampf des Stoismus Pavillon. Der ist nur online verfügbar. Und zwar kann man hier über die blauen Leuchtfeuer bestimmten Matches joinen. Und zwar, ich glaube, es gibt Team. Genau, es gibt insgesamt zwei Arenen. Und zwar einmal Duell, also Podium und Ruine. Und man kann entweder einem Duell joinen, also 1 gegen 1. Team, das ist glaube ich 2 gegen 2. Und Deathmatch ist 4 Spieler, jeder gegen jeden. Also ja, ich kann das selber nicht ausprobieren, da ich nicht den Online-Modus joinen werde. So, und hier geht es eine Treppe noch nach oben. Und ja, das hier muss ein Kolosseum gewesen sein, ja. Sieht jedenfalls ziemlich stark aus wie eins. Oder eine Kampfarena eben. Überall geköpfte Statuen von Dusk. Das erkennt man an der Robe, die sie anhat, und an dem Zweig, den sie in der Hand hat. Hier geht es nicht weiter. Hier ist ein Turm, der ist leider noch abgeschlossen. Aber wir hören, dass da drin jemand irgendwas machen tut. Also ja, das hört sich nach Pfeilen oder so an. Also irgendjemand arbeitet da drin. Aber wir haben noch nicht den passenden Schlüssel. Das ist übrigens die einzige abgeschlossene Tür hier, für die wir einen Schlüssel brauchen. So, gehen wir jetzt einfach mal raus hier und betreten jetzt die Stadt. Ja, wir hören schon komische Lache. So. Jetzt benutze ich mal Menschlichkeit. Und zwar am besten Doppelmenschlichkeit. So, einmal. So, zweimal. Erstmal steige ich auf. So. Dann gehe ich noch mal kurz raus und benutze ein paar Seelen, um den zweiten, um die ganzen anderen Seelen loszuwerden. Sicher ist sicher. Reicht eine Kriegerseele? Nein, ich brauche noch eine zweite Kriegerseele. Seele Krieger. So. Aufsteigen. Und es reicht nicht ganz. Wir brauchen immer noch ein bisschen was. Seele Krieger, Seele Soldat, Seele namenloser Soldat. Sind 800. Das dürfte jetzt aber reichen. Genau. Reicht auch knapp. So, Waffe verstärken, Rüstung verstärken. Seht ihr, man kann nur die Teile von Ulla, von Dusks Rüstung verstärken, nicht mal die Krone. Waffe könnte ich alles Mögliche verstärken, brauche ich aber nicht. Bodenlose Kiste mal kurz. Okay. Also ja, wie gesagt, die Wächterrüstung hier, die wir gefunden haben, können wir nicht verstärken. Und Dusks Rüstung, die weiter oben sein müsste. Dum, 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 dum. Handschuhe einer Maid. Nein, nein, nein. Hier genau. Hier können wir nur die normalen Rüstungsteile, die Krone, nicht verstärken. So, waffenmäßig. Bastardschwert brauchen wir. Ja, da schreit irgendeiner grotesk im Hintergrund. Vierzackige Hake. Also einfach eine Mistgabel. Eine vierzackige Hake, die von den hölzernen Vogelscheuchen des Mausoleumwalls getragen wird. Die Vogelscheuchen benutzen diese vierzackige Hake für gewöhnlich nicht als Waffe, aber sie ist durchaus spitz und absolut tödlich. Ja, der schwere Angriff, bei dem sich die Vogelscheuchen immer hinlegen, dabei, der kann sehr viel Schaden machen. Oh, ich wollte mich hier aushöhlen. Aushöhlen und umkehren. Der kann, wenn man das selber macht,
ordentlich viel Schaden machen. Aber wenn man nicht trifft, dann tut man sich selber auch halt auf die Nase legen. So. So. Vielleicht führe ich euch das irgendwann mal bei einer Hülle vor. Wenn wir aus dem Eton draußen sind. Und so. Und Zauberei einstimmen würde ich gerne jetzt mal die Sturzkontrolle, da wir die hier nicht so sehr brauchen, gegen die verstärkte Zauberbarriere tauschen. So. So, mehr Schutz ist hier, Magieschutz hier ist nämlich gar nicht so verkehrt. So, und wir kommen in der Stadt Olasil, in denen wir diesen Jungs begegnen. So, die einiges aushalten. Und große Scherben droppen können. Ja. So einem sind wir schon mal begegnet. Der wurde nämlich von Artorias gerade getötet, als wir zu ihm reingegangen sind. So, und hier haben wir noch mehr von den Jungs. Ja, komm ruhig her. So. Zwei auf einem Streich. Noch eine große Scherbe, okay. Und hier eine Seele eines stolzen Kriegers. Gut, bei den Jungs immer schön aufpassen. So. Gut, weg mit denen. Sie sind nicht schwer, wenn man sie nicht unterschätzt. Also, wenn man nicht leichtsinnig wird. Ansonsten können sie einem ganz schön einen auf die Omme geben. So, hier ist wieder ein inaktiver Aufzug, den wir allerdings ignorieren können. Und hier sind noch zwei von der Sorte. Genau, da haben sie uns erwischt. Einmal kurz, aber das können wir gegenheilen. So. Und weiter hier runter. Hier kommt nämlich jetzt der garstige Gegner. Nämlich der da. Stirb. So, danke schön, dass du gestorben bist. Der schießt nämlich mit schwarzer Magie. Was in Teil 2 die sogenannten Hexes nachher sind. Und die kann ziemlich Aua machen. So. Hier versteckt sich einer um die Ecke. Wir müssen gleich noch mal heilen. Und ja, überall schreien und kreischen sie rum, die Jungs. So, jetzt müssen wir hier runter. Hier ein Stück runter gehen. Den da anlocken. Ah, jetzt müssen wir aufpassen. Oh, wir haben ihn gerade mit einem einfachen Angriff gewonnen, hittet. So, hier hinten geht's weiter. Weiter will ich. Also geht es zu einer Abzweigung, da will ich aber erstmal noch nicht hin. Ich möchte nämlich erstmal invasiert werden, nämlich vom prächtigen Chester. Dem wahrscheinlich lächerlichsten Finstergeist. Das ist nämlich der Händler, den wir vorhin gesehen haben, der uns alles viel zu teuer verkauft. Und der uns fast nichts gibt. So, ich bin fast sogar jetzt dazu genötigt, nochmal zu ihm zurückzugehen, bevor wir hier weitergehen. Weil erstmal ist er jetzt angepisst und zweitens wird er uns was zu erzählen haben. Und ja, ich hoffe mal, es bleibt hier alles tot, während wir weg sind. Sonst müssen wir nämlich das alles nochmal töten. So, hier hoch am Leuchtfeuer vorbei. Hier ist niemand. Und ja, das sieht wirklich aus wie eine Art Kolosseum. Da oben sind, naja, okay, es sind keine Tribünen da. Was auch immer das für ein Gebäude war. Vielleicht war das der Turm zu Babel.
So. Du, jetzt reden wir zweimal Tacheles. Warum invasierst du mich? Genau du. Oh, you. You have quite some nerve. Or are you just thick? Fine then. What is it that you need? Okay, er ist schon mal angepisst, weil wir ihn gerade besiegt haben. Did you really slay Knight Artorias? I'd heard the Abyss found him first, but even still, that's absolutely treacherous. Yes, magnificently so. Wir hatten mehr oder weniger Glück, dass sein Arm gebrochen war. Mit beiden Armen und bei vollem Verstand wahrscheinlich hätten wir keine Chance gegen ihn gehabt. Believe it or not, Ulysseel has brought the Abyss upon itself, fooled by that toothy serpent. They upturned the grave of primeval man and incited his ornery wrath. What could they have been thinking? Ah, to you and I, it's all ancient history. You have to ask yourself, does it really matter? Also ja, die Übersetzung hier stimmte nicht ganz. Im Deutschen stand hier, sie haben die Gräber ihrer Urahnen geöffnet, aber im Englischen hat er gesagt, sie haben das Grab dieses Primeval Man geöffnet, und zwar wurden sie von einer Schlange verführt. Also so eine Schlange wie Fremd. Es könnte sogar Fremd gewesen sein. Well, you've quite the nerve. I've had enough of you. Well, und mehr sagt er nicht. I'll be seeing you if you. Also ja, ein vorzeitlicher Mensch, der den Abyss geöffnet, also der da begraben war, und die Leute von Ulysseel haben einfach sein Grab geöffnet und ihn erzürnt. Und zwar, wenn man es genau liest, unter Schlüssel, wir haben ja noch den Anhänger. Eine Note von Ehrfurcht und Nostalgie trägt dieser Anhänger in sich. Das ist der Anhänger dieses vorzeitlichen Wesens. Und theoretisch hätten wir so einen ähnlichen Anhänger am Anfang vom Spiel als Geschenk auswählen können. Was wir aber nicht gemacht haben. Diese Anhänger haben nämlich eine direkte Verbindung zur Dunkelseele, zur Dark Soul. Aber dazu kommen wir dann, wenn es soweit ist. Okay, du bist noch tot. Das heißt, die anderen müssten auch alle noch tot sein, ja. Sehr schön. Müssen wir uns nur einmal hier durchkämpfen, hoffentlich. Ich habe nämlich nicht noch mal ein zweites Mal Lust, hier zu tanzen. So, also hier runter. Und ja, zu diesem Vorzeitmenschen und zu Fremd kommen wir später nochmal. Also es könnte wirklich Fremd gewesen sein, der sie dazu angestiftet hat. Man weiß es ja nicht genau. Es gibt nämlich noch mehr Vorzeitschlangen. Da gibt es noch Carve, dem die Dark Waves dienen, die wir in Neulondo getroffen haben. So, weg mit dir. Den werden wir allerdings nicht mehr antreffen, weil wir Fremd das Herrschergefäß gegeben haben. Um Carve zu treffen, müsste man theoretisch mit dem Herrschergefäß nach Neulondo gehen, die Four Kings besiegen, und dann trifft man dort eben Carve. Aber das bleibt uns leider verwehrt, was ich leider ein bisschen doof finde. So, hier können wir uns umsehen. Hier ist erst einmal ein kleines Rätsel, nämlich es werde Licht. Also schnappen wir uns mal kurz unsere Schädellaterne. So, öffnen dieses Ding hier. Schnappen uns wieder unseren Bogen. So. Und finden hier eine Truhe, die auch hoffentlich eine Truhe ist, ja. Denn hier im Add-on gibt es nochmal zwei Mimics. So, ein Silberanhänger. Noch ein Anhänger aus Ulysseel. Aber einer, den wir sogar benutzen können. Vertreibt Dunkelheit.
In den Silberanhänger ist das Wappen von Artorias eingraviert. Okay, das ist Artorias Anhänger. Er ist ein uralter Schatz aus Adolondo und wurde Artorias verliehen, weil er sich dem Abgrund stellte. Der Anhänger schützt vor der Finsternis des Abgrunds, besonders in ihrer magischen Form. Jupp. Okay.